So, es geht weiter bei Spironite. Wir haben zuletzt ja hier sind wir angekommen und jetzt können wir die Mission da machen. So, das Lager sichern. Bevor du versuchst, die monsterverseuchten Tiefen unter dem Rettungslager zu erkunden, würde Random gern deine Hilfe dabei haben, einige Monster auszulöschen, die letzte Nacht das Rettungslager angegriffen haben. So, mehr kann man hier noch nicht angucken. Expansion, das werde ich auch noch machen, das ist ein DLC, den ich gekauft hatte. So. Hier gibt es dann die Belohnung, die man dafür bekommt, wenn man das schafft. Und deswegen starten wir das mal. Oft gibt es nochmal einen Text, wenn man es geschafft hat oder davor. Ich glaube eigentlich eher nur, wenn man es geschafft hat, wenn ich mich nicht irre. Kommt, glaube ich, auf die Mission drauf an. Das Lager sichern, Bomben los. So. Rescue Camp. Also die Mission kenne ich ja absolut nicht. Hier oben seht ihr das Team, also wenn... Hier können immer vier Leute höchstens im Team sein. Was haben wir hier? Da geht's zurück, oder wie? Und da geht's hin? Oh! Da bist du ja, Wanderer. Ich dachte schon, du wirst nicht auftauchen. Okay, gehen wir an die Arbeit und jagen hier ein paar von diesen Schrotthaufen in die Luft. Schrotthaufen in die Luft. Und jetzt musst du die Protobombe ausrüsten, die ich dir gegeben habe. Geh hinüber zur Arsenalstation hinter mir und rüste sie aus. Ich werde hinüber zur Arsenalstation gehen und meine Protobombe ausrüsten. Gut. Die gibt's am Anfang jeder Mission. Zwischendurch gibt's, also wenn man normal das Uhrwerk reißt, was ihr später noch sehen werdet, dann gibt's die am Anfang jeder Ebene, wenn ich mich nicht irre. Aber in Missionen gibt's die, glaube ich, immer nur einmal. Da weiß ich aber nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Als Waffe 2 ausrüsten. Ja, kann ich nicht mehr handeln. So, jetzt habe ich die ausrüstet. Ich kann hier noch Sachen kaufen. Zu kaufen, damit ich mehr Slots habe, aber das brauche ich momentan nicht. Ein Erfolg fehlt mir auch noch. Ja. So. Spezialangriffe können mit jeder Waffe ausgeführt werden, indem man Angriffsknopf gedrückt hält und wartet, bis die Aufladungsaura maximal aufgeladen ist. Man kann sich während des Aufladens immer noch bewegen. Okay, und was dann? Wenn die Aufladung das Maximum erreicht hat, dann lass den Angriffsknopf los und empfehle einen zerstörerischen Spezialangriff. Einfach genug, was noch? Bomben sind etwas Besonderes, denn sie haben keine normale Attacke. Eine Bombe kann nur per Spezialangriff verwendet werden. Also denk dran, den Monster ausweichen, während du auflädst. Verstanden, Wende. Okay, probiere ein paar Angriffe mit Bomben aus und dann geh da rein und zerstöre diese mechanischen Monster. Klingt bombig. So, also Bomben kann ich euch kurz demonstrieren. Die muss man aufladen, dann kann man sie erst platzieren und dann, wenn der Kreis voll ist, dann machen die sowas. So. Es ist etwas passiert. Das Tor ist gerade hinter dir hochgestellt wie eine Falle. Verteidige dich, Bondra. Natürlich werde ich das locker schaffen. Der Vorführeffekt wäre, wenn ich jetzt sterben würde. Aber gut. Das sollte nicht so schnell passieren. So, grüne Kisten geben immer irgendwie so ein bisschen Geld oder Wärme. Wie ihr hier seht. So, warum der mich nicht angegriffen hat, wundert mich. Oh, Tourettes. Die sind ein bisschen lästig. Aber auch keine Bedrohung hier jetzt. Später sind die ziemlich nervig. Besonders wenn ich euch die Shadow-Mission zeigen werde. Aber bis dahin, das dauert noch. Ich denke, da wird dann auch Axion bestimmt dabei sein. Aber bis dahin dauert es wirklich noch eine Zeit. Also eine lange Zeit. Vielleicht wird auch dann noch, Eichi X3 dabei sein, mal sehen. Oh, da habe ich schon Schaden bekommen. Gut, ich kriege noch nicht so viel Schaden, dass mir ein ganzer Balken verloren geht, weil ein kleines Herz füllt einen ganzen Balken auf. So. Das kenne ich echt noch alles gar nicht hier. Hat sich alles geändert. So. Bam. Oh, sogar Betäubung. Wusste ich gar nicht, dass die Betäubungseffekt hat. So. Was zur Hölle war das? Wo kam dieses Tor her? Es scheint, als hätte es diese mechanische Welt unter unseren Füßen auf uns abgesehen, Wanderer. Pass besser auf dich auf. Jedenfalls denke ich, dieses Gebiet ist sicher. Wenigstens bis zum Einbruch der Nacht. Gehen wir zurück zum Lager. Jupp. Auf zurück zum Lager. Also nach links. Als ich wegteleportiert. Da ist er.
Gut, das war ja eine kurze Mission. So, 15 Crowns verdient. Also hier sieht man immer am Ende die Beute, was man alles bekommen hat. So. Also eigentlich kann man, wartet man eine Minute maximal. Aber man kann auch X drücken und dann geht es sofort weiter. Außer man ist in der Gruppe, wir müssen alle das drücken oder so, ja. Wenn ich mich nicht irre, war es so. So, Mission abgeschlossen. Jetzt kriegen wir Prestige. Da kriegt man einfach nur so ein Rangzeichen da und so. Und so ein Rang hier unten stehen. Dann haben wir den Robo-Wrecker bekommen. Schadensbonus gegen Konstrukt hoch. Da seht ihr schon, das ist schon mal effektiv gegen das, was ich gerade gekämpft habe. Und Vita-Suit, die gibt mir einen Lebensbonus. Deswegen werden wir die beiden Sachen jetzt ausrüsten. Weil der alte Generator... Moment, erstmal will ich ausrüsten. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste, so. Den werden wir als Waffe 1 ausrüsten. Jetzt habe ich einen Schraubenschlüssel zu, als Waffe. Und die Vita-Suit, aber weil die nicht so toll aussieht, werde ich das als Rüstungskostüm haben und das sieht dann ganz normal aus wie vorher. Nur, dass ich das als Rüstung habe und die Effekte bekomme und das ist einfach nur kosmetisch. So, nächste Mission. Das Rettungslager hat keine Energie und damit keine Möglichkeit, sich gegen den Ansturm von Monstern zu verteidigen, die nachts angreifen. Die Sonne geht schnell unter und es liegt an dir, die Finsternis unter dem Lager zu betreten und den alten Generator zu finden. Wenn du die Energieversorgung des Lagers wiederherstellen kannst, können die Spionites ihre Geschütztürme damit antreiben und einen Verteidigungsring aufbauen, wenn alles gesichert ist. Das ist vielleicht auch möglich, wenn alles gesichert ist. Ist es vielleicht auch möglich, diese Verbindung mit dem... wenn alles gesichert ist, ist es vielleicht auch möglich, wieder Verbindung mit dem Spirit Headquarter aufzunehmen. So, hier sieht man schon wieder neue Sachen, die ich bekomme. War jetzt gegen Konstrukt hoch? Ne, das gegen Konstrukt hoch Mittel. Und das halt einfach nur... ganz normal, werde ich da dann sehen. Werde ich euch noch zeigen. Erforscht den alten Generator und stellt ihr in den Lager. So, hier kann man eine Gruppe eröffnen. Das habe ich euch gerade eben gar nicht gezeigt. Und entweder man kann sich einer Gruppe anschließen oder man kann sich eine öffnen und dann kann man oft für alle, dann können andere einfach beitreten oder Freunde erlaubt und sowas. Aber ich werde das, den Anfang werde ich ganz allein machen. Erst zu späteren Missionen werde ich dann Gruppen beitreten oder Gruppen öffnen. So. Oh. Interessant. Ja, hier kann man dein Equip ändern, bevor man in die Mission geht. Vita-Pots erhöhen AP. Solange, also für die Mission. Und hier oben seht ihr 10 Energie. Und solange man unten noch Energie hat hier, wo jetzt 96 steht, werden die abgezogen. Sollte man so viel Energie verbrauchen, dass es unter die Null geht, werden die Kristallenergie verbraucht, die man für echtes Geld oder für momentan, Moment, Markt, 7.661 kann man 100 Kristallenergie kaufen. Kommt halt immer darauf an, wie das angeboten wird. Also Kristallenergie ist immer von Leuten bereitgestellt worden, die es mit echtem Geld gekauft haben. So. Und... Rettungslager, also ich kann jetzt wieder ins Rettungslager zurück, aber wir werden hinabgehen und die 10 Energie bezahlen. Oh. Diese Ladebildschirme kenne ich gar nicht, weil neu und... da kommt man auch nur einmal hin in dem ganzen Spiel, in das Rettungslager allgemein. Aber das Rettungslager haben sie schon... Als ich das angefangen habe mit dem Spiel, gab es noch kein Rettungslager. Dann haben sie das Rettungslager eingeführt. Und jetzt haben sie die Missionen, die es da gibt, auch ein bisschen geändert. So. Hier sieht man einen zerstörten Roboter. So. Mal gucken, ob wir hinter was haben. Nö. Haben wir hier was hinter? Ich gucke mal gerne, ob da irgendwo Geld ist. Oh, da haben wir die ersten Konstrukte. So. Dauert ein bisschen länger mit aufladen. Hä? Hat das nicht Schadensbonus hoch gegen Konstrukt? Ach ja, weil es nicht effektiv ist, hat es keine andere Schrift, aber es hat mehr, macht mehr Schaden als eine andere Waffe. So. Weg da. Oh, ein Crown. So. Geh kaputt. Also, am wichtigsten später ist, irgendwelche Effekte mit UV zu haben. UV, was? V wie
Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, Ultra... Nein, Very... Also, Undead und dann High muss man haben. Also man kann... Bis ich da bin, dauert das noch. Also, man kann später Sachen herstellen und... soll ich dir was? Achso, Schalter kann auch mit Vasen. Achso, ja. Wenn man keine Waffe, keine Pistole hat, dann muss man dann was gegenwerfen. Ist meistens immer in der Nähe. Aber was ich vorher sagen würde, später kann man Sachen selber herstellen und dann können die so einen, mit Glück einen besonderen Effekt bekommen und da spielt man später, versucht man später echt, Untotenschaden zu bekommen, weil, das werdet ihr ja später dann sehen, weil die letzte Mission, die man momentan machen kann, hat eigentlich nur Untote. So. Die sind ja kein Problem, die Viecher hier. Oh! Ach so, ja. Ihr seht ja hier dieses Tor. Das mit diesen lilanen Dingern. Oder pinken Dingern. Die gehen nur auf, wenn man alle Gegner besiegt in dem Bereich davor. Also, jetzt. So, dann kann man die Schlüssel nehmen. Was ist eigentlich das hier? Ist mal ohne Witz. Interessant. Das kenne selbst ich noch nicht mal. Das ist neu. So, dann Trick. Durch solche Barrieren können Gegner bei weit nicht durch. Finde einen goldenen Schlüssel. Yep. So, drück und halte X, um Angriffe abzuwehren, ja. Ich habe keine Pistole dabei, deswegen kann ich die nicht zerstören. So. Also muss ich einfach da durchgehen. So, Geisterblöcke. Geisterblöcke heißen die, aha. Alle, die damit verbunden sind, werden zerstört. Hier müssen alle Gruppe drauf, damit es weitergeht. Also, eigentlich wird einem auch alles hier nochmal erklärt, aber ich kann es ja auch, ich erzähle es auch die ganze Zeit, also. Sonst habe ich auch keinen Gesprächsstoff, so wenig. So. Gegenwerfen. Und. Geld und Wärme. Oh, Schaden bekommen. Egal. Zack. Also schlimm wäre es, wenn es einen kein Damage Achievement geben würde. In diesem Spiel, weil das ist schon. Ohne Sterben ist schon schlimm, wenn man alles ohne Sterben schaffen müsste. Also später, wenn man das Urwerk bereist, kann man. Kriegt man im Bestfall ein Achievement, wenn man das komplette Urwerk, es hat 29 eben oder so ähnlich, durchreist, ohne zu sterben. Und das war schon schwierig. Oder nervig. Es gibt Ebenen, die sind einfach Tempo. Anders kann man es einfach nicht sagen. Und diese Baumviecher mag ich nicht, weil die betäuben mich. So. Und. Ey, komm, gib mir die HP. Danke. So, den werden wir auch noch zerstören da. Der noch da schläft. Ja, jetzt habe ich dagegen geschlagen, egal. So. Alles weg. Und, was ist das hier? Hm? Das ist alles total neu hier. Aber finde ich gut, dass wir auch mal was ändern. Aber die sollten auch mal neue Missionen für High-Level. Ich will es einfach mal High-Level-Spieler nennen. So. Das erinnert mich jetzt gerade an die DLC-Mission. Alarm geht los, weil ich jetzt den Generator wieder gestartet habe, oder wie? Okay. So. Oh! Sowas schon so früh im Spiel? Interessant. Gut, momentan macht das viel gar nichts. Erst wenn ich auf diesen Punkt drauf gehe. Passiert was? Aha! Okay. Einer von diesen sieben oder was? Was haben wir hier? Mehr kleine Kreaturen, die vom Himmel gefallen sind?
hier, um meine Energie zu stehlen und meine Forschung zu stören? Niemand stört die Arbeit des Großen. Was? So schnell konnte ich das nicht mal lesen. Ach komm. Ich hoffe, ihr könnt das ja nochmal durchlesen, wenn ihr es guckt. Ich wusste nicht, dass der Text weggeht. Also meistens ist es so, dass man den Text anklicken muss oder einfach sagen muss dazu, dass das weggeht. Aber interessant. Also wenn... Es waren noch 7, oder? Von diesen Viechern, oder Marc? Ich weiß es gerade gar nicht. Diese 7 Brüder, meine ich. Es waren 7. Einer ist im DLC und dann könnte das schon mal ein zweiter von denen sein. Dann haben wir schon mal einen zweiten eingeführt. Interessant. Aber irgendwo sind die auch alle gelistet. Also es könnte sein, dass der einer von den 7 ist. So, was macht das? Das andere zerstören. Und ihnen auch treffen. Ihr wenigen kleinen Dinger, wage es nicht, das Artefakt anzufangen. Ach, ich komme wieder. Okay. Aber interessant. So. Jetzt haben wir dieses Energieding. Und damit auch die Mission geschafft. Zack. Aber interessant. Also hätte ich jetzt dieses Let's Play nicht gemacht, hätte ich das hier alles gar nicht kennengelernt. So. So. Also das hat schon ein bisschen viel Wärme gebracht, wie ihr seht. Stufe 2, Stufe 2, 3, 3. Also das war schon sehr lohnenswert. Aber umso mehr man mit Wärme hochleveln will, umso länger dauert es natürlich. Logisch, oder? So. Oh, das Bad Singapang. So. Die nächste Mission werden wir auf jeden Fall im nächsten Part machen. Wie ihr seht, hat sich das auch hier alles verändert. Wir sind jetzt in dem Rettungslager mit den Geschützen und so. Weil wir die Energie gebracht haben. Es fliegt wieder Energie durchs Lager. Du hast es geschafft, Bondra. So. So. Da ist auch dieser Energiekern. Also man sieht, es ist jetzt eine andere Map, aber... Also es ist im Grunde die gleiche Map, nur ein bisschen anders, aber... Okay. Ich habe mir geologische Proben für das Spielwerk, oder? Bisher habe ich vom Boden auf dem Video... Komm, der sagt genau das gleiche. So. Auf jeden Fall denke ich, hier geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin Kane Indiana Jones.